Was geht ab, Freunde? Willkommen zurück zu einer ersten Fahrstunde. Heute fahre ich mit Tyler. Cooler Name, finde ich. Der hat heute seine erste Fahrstunde. Was da so passiert ist, seht ihr hier. Ups, hast du gemerkt? Das war zu viel. Fahr darüber, fahr, wenn ich dir das sag, fahr darüber. Und ich so, Mann, das passt nicht. Das war überhaupt nicht chillig. Und jetzt nicht lange schnacken, Intro und dann geht's los. Puh! Kann ich das sehen? Guck mal, man kann mich sogar sehen. Was geht ab, Freunde? So, ja, ich hoffe, der Ton ist gut. Ich mache mal wieder eine Fahrstunde hier und ich habe jetzt gleich die erste Fahrstunde mit Tyler. Ich kenne Tyler noch genauso wenig wie ihr. Der hat jetzt gleich seine erste Fahrstunde, damit ihr seht, was so abgeht und wie das so abgeht. Nehme ich euch mit. Let's go! So, anschnallen ist wichtig. Sehr gut. Mach Zeit, ja, ich spring rein. So. Guck mal, hier habe ich die Kamera laufen, die filmt uns und mit der anderen filme ich dann vorne und dann haben wir das alles im Sack. Okay, cool. Jetzt machen wir das Fenster runter. Tyler ist ein cooler Name. Danke. Bist du schon mal gefahren? Nein. Hast du Simulator gemacht? Einmal. Okay. Also weißt du, was Gasbremse und Kupplung ungefähr oder sind wir bei... Ja, geht so. Geht so? Okay. Okay, pass auf. Dann machen wir das so. Stell dir den Sitz erstmal so ein, dass du, also du hast hier unten so einen Griff, hier drunter, und den ziehst, ja, kannst du hochziehen und dann kannst du so rumrutschen und dann mach das so, dass wenn du das linke Pedal durchdrückst, das da unten, ja, drück mal ganz durch bis zum Fußboden, genau, das ist die Kupplung. Mhm. Immer wenn du die durchdrückst, musst du mal gucken, dass du so einen Knick im Knie hast. So ein, ja, ich will vielleicht noch ein bisschen näher dran, weil guck mal, wenn ich die durchdrück, siehst du das, ich habe immer so, weil du musst die nachher 1000 Mal durchdrücken. Ja, das ist gut. Wenn du das nicht hast und du bist so, dann musst du immer so und dann hast du nach 5 Minuten fliegt dir die Kniescheibe weg. Okay. Mit dem linken Fuß machst du immer nur das. Genau. Und mit dem rechten Fuß hast du in der Mitte die Bremse, der hier, und rechtes Gas. Genau, das machst du immer mit dem Fuß. So. Ja. Cool. Und links hast du halt die Kupplung. Da kannst du dir die Spiegel packen, also den kannst du dir einfach so nehmen. Und drehst das Ding so, dass du locker hinten rausgucken kannst, dass du da den blauen Band siehst zum Beispiel. Kannst du einfach anpacken, so kannst du nicht viel abbrechen. Oh, ich glaube, deine Uhr ist auch richtig. Okay. Siehst du gut? Ja. Okay, cool. Dann hast du noch links und rechts die beiden Außenspiegel, ne? Da kannst du so einen Türgriff und noch so ein bisschen von dem Heck von dem Auto sehen. Wenn du das siehst, ist das gut eingestellt. Ja. Wenn du zwei Türgriffe siehst, ist das ein bisschen zu weit in. Beim linken und beim rechten ist beides ungefähr gleich. Schalten. Immer wenn du den Schalthebel in der Mitte hast, mhm, so wie jetzt, dann ist gar kein Gang drin. Dann bist du, ich habe immer gedacht, dann wäre man hier so zwischen 1 und 2. Ist man gar nicht. Du bist dann zwischen 3 und 4. Das heißt, wenn du jetzt mal in den dritten Gang schalten willst, brauchst du einfach nur nach oben machen. Probier mal. Da ist immer der dritte Gang. Wenn du nach unten machst, ziehst du nach unten, da ist vierte. Erste und zweite sind bei dir. Geh nochmal in die Mitte. Genau, jetzt machst du nach links und nach oben. Da ist erster. Und wenn du so ein bisschen zur Seite drückst und nach unten ziehst. Nee. So, und jetzt drückst du zur Seite und ziehst nach unten. Ach, nach unten. Ja, ein bisschen zu, da ist zweiter Gang. Das heißt, erste und zweite hast du immer so. Und wenn du in den Rückwärtsgang willst, siehst du, der ist ja noch weiter daneben. Dann musst du immer, probier mal nach links zu drücken und nochmal. Und da nach oben, dann ist das der Rückwärtsgang. Der Blinker. Links der Hebel. Mhm. Wenn du den nach unten drückst, mach mal. Das Blinker links. Und wenn du nach oben machst, Blinker rechts. Wenn du dann nachher so in die Kurve gefahren bist und wieder zurücklenkst, geht der alleine aus. Da brauchst du eigentlich nichts machen. Jetzt ist der an. Wenn du den wieder nach unten antickst, geht er aus. Fertig. Okay, cool. Ich würde sagen, lass uns einfach mal schauen, dass wir ein bisschen losfahren. Also sonst ist es zu langweilig, wenn wir nur hier rumstehen. Nimm mal den Gang wieder raus. Okay. Und dann drück mal die Kupplung ganz durch und dann drückst du hier mit dieser Start-Stopp-Taste, kannst du das Auto einfach anmachen. Ja, genau. Ja, jetzt hast du schon mit dem rechten Fuß kurz Gas gegeben, hast du gemerkt? Ja. Kannst du ruhig mal ausprobieren, wenn du da drauf drückst, passiert einfach nichts. Genau, weil kein Gang drin ist. Ja, der erste Gang ist, ja. Okay, dann drück mal die Kupplung. Nein, erst die Kupplung drücken. Guck mal, du musst dir das so vorstellen, wenn du Motor und Getriebe hast, ne? Mhm. Wenn du die Kupplung drückst,
Da ist so eine Scheibe dazwischen, die Kupplung, die trennt beide. Ja. Wenn du jetzt den ersten Gang einlegst, mach mal. Zack. Wenn du jetzt die Kupplung wieder löst, kommen beide zusammen und das Auto fährt los. Das heißt, wenn du schnell die Kupplung loslässt, schießen wir so los. Ja. Und wenn du langsam machst, dann ist es wie Cappuccino. Dann fährst du halt so locker los. Schau mal, dass hier keiner kommt. Spiegel gucken und Spiegel gucken. Und wenn du sagst, es ist alles frei, tick den Blinker mal ganz kurz nach links an. Genau. Sauber. Und dann würde ich sagen, mache ich die Kamera auch noch an. Dann kann man nämlich sehen, ob wir hier losfahren oder nicht. So ein bisschen sieht man dann da. Ja. Läuft die? Jetzt, glaube ich. Ja. Jo, jetzt läuft die. Cool. Okay, ersten Gang hast du drin. Dann schleif mal langsam mit der Kupplung. Also ganz langsam lösen und dann merkst du, der fährt schon los. Und dann lenk mal drum rum um das Auto. Ruhig richtig nach links. Volle Pulle. Nach links? Ja, ja, wir fahren schon los. Also eine ganze Runde nach links. Kein Gas. Gas brauchst du nicht. Lenk mal volle Pulle nach links. Volle Pulle. Genau. Und jetzt musst du halt volle Pulle wieder zurücklenken, damit der so hier rumrollt. Genau. Gas brauchst du gar nicht geben, weil das ein Diesel ist. Merkst du, dass der alleine rollt? Also ich gebe auch kein Gas. Das macht die Karre einfach so. Korrekt. Wir fahren da vorne gleich links. Links? Ja. Check mal in den Spiegeln, dass da niemand neben dir ist. Siehst du? Ist gut, ne? Ja. Jetzt tickst einfach mal einen Blinker nach links an. Oh, warte, ich helfe dir kurz. Er macht hier voll das Manöver. Was macht der? Er hat Angst, dass wir vorbeifahren müssen. Ja. Okay, ein bisschen rechts rüber. Genau, so dass eventuell der Weiße oder so noch hier reinkommt, weißt du? Jetzt drück mal die Kupplung wieder durch. Mhm. Jetzt trennst du Motor und Getriebe und versuch mal langsam zu bremsen, ganz langsam. Gut. Wenn jetzt keiner kommt, fahren wir links rum. Muss einmal checken. Also links kommt, glaube ich, keiner, ne? Nein. Und dann lenk ruhig eine ganze Runde nach links. Ja, das reicht. Und jetzt schleifst du dich einfach so. Mit der Kupplung. Ne, ne, kein Gas, nur schleifen mit der Kupplung. Die Kupplung lösen. Ja, genau. Genau, ein bisschen rechts rüber. So, ein bisschen da. Genau, nicht auf das braune Auto gucken. Ja, hier rüber. Genau. So. Okay, nicht auf den Bus gucken, ganz wichtig. Mhm. Wenn du auf den Bus guckst, kriegst du immer Paranoia und willst immer ausweichen. Das ist automatisch. Also einfach auf deine Straße gucken so und dann ein bisschen Gas geben. Mit dem rechten Fuß einfach locker. Genau. Guck mal, während du jetzt so fährst, ne, ja, hörst du ja, dass der erste Gang so immer lauter wird, ne? Mhm. Ein bisschen links bleiben. Ruhig noch ein bisschen Gas geben. Du hast eh Vorfahrt, weil es gerade ausgeht. Mhm. Und wenn du jetzt merkst, dass das Ding lauter wird, also so, kommt dann der Punkt, wenn das laut wird, wo man gleich schalten würde. Mhm. Erstmal warten wir jetzt, weil die Ampel da vorne auch rot ist, da können wir sowieso nirgendwo hinschalten. Also kannst du erstmal langsam machen. Guck mal, drück mal die Kupplung wieder durch. Mhm. Jetzt trennst du wieder Motor und Getriebe. Jetzt kann man langsam bremsen, ohne dass das Auto irgendwie ausgeht oder irgendwie sowas. Ist schon wieder grün, kannst Kupplung schon wieder loslassen. Jetzt sind die beiden wieder zusammen, jetzt kannst du wieder Gas geben. Ruhig mit dem rechten Fuß, ruhig ein bisschen mehr, dann ziehen wir locker hinterher. Genau. Ruhig weiter Gas geben. Mhm. Ruhig weiter. Und dann hörst du jetzt irgendwann, der wird laut, ne? Mhm. Jetzt drückst du die Kupplung, ganz durchdrücken, Gas ganz wegnehmen. Jetzt rollt das Auto erstmal. Ja. Und jetzt nimmst du den zweiten Gang. Der war bei dir und nach unten. Genau. Kupplung wieder loslassen, sind die wieder zusammen, jetzt gibst du wieder Gas. Genau. Merkst du immer, wenn du hier so dran kommst an die Ecke. Ja. Hm? Bleib ein bisschen links und wieder Gas geben. Ja, genau. So. Korrekt. Guck mal, wenn du jetzt am Gas bleibst, bleib mal dran. Ein bisschen mehr Gas noch. Das ist gut. Jetzt wieder Kupplung drücken. Nein, 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 Gas wegnehmen. Erstmal rollen lassen. Mhm. Guck, was da vorne abgeht. Bremst ein bisschen. Nicht schalten. Bremse los. Jetzt fahren die ja weiter. Bremse los. Jetzt nimmst du den dritten Gang. Ja, nicht runtergucken. Bleib oben. Versuch auswendig und langsam. Gut. Kupplung ganz loslassen. Zack, beide zusammen. Und jetzt funktioniert das Gas wieder. Und dann ist das auch chillig, merkst du? Jetzt ist der auch nicht mehr laut. Ganz so schnell, weil guck mal, er fährt auch nicht so schnell. Und wenn du jetzt da vorne siehst, wie schnell man fahren darf, 30, dann musst du jetzt schon wieder langsam ein bisschen bremsen. Ein bisschen.
Korrekt. Kupplung drücken und dritte gern. Nein, ganz locker zum Radio. Yep. Kupplung lösen. Ein bisschen links und wieder Gas. Sauber. Ja, 70 darfst du, vierte Gang, müssen wir erstmal gucken. Ich würde erstmal schauen, dass du so kurvenmäßig und so, dass du dich wohlfühlst. Wenn du dann sagst, passt, dann nimmst du in Ruhe selber alleine in den vierten Gang, wenn du meinst, dass das passt. Jetzt ist er weg, jetzt kannst du ein bisschen drauf drücken und dann in Ruhe Kupplung drücken, rollen lassen, ganz rollen lassen, musst dich drauf konzentrieren, Gas wegnehmen, genau, sind so viele Schritte im Kopf gleichzeitig, mit den Füßen da oben so. Und ruhig wieder ein bisschen Gas geben, nicht auf ihn gucken, cool. Ich hatte damals so ein älteren Fahrlehrer, ne? Mhm. Und ich habe das auch so gehabt wie du und dann bin ich immer so rechts rüber. Aber der war nicht so chillig, der hat immer so am Lenkrad gerissen und der hat immer so gemacht, so fahr darüber, fahr, wenn ich dir das sag, fahr darüber. Und ich so, Mann, das passt nicht. Das war überhaupt nicht chillig, ey. Dann kam uns so ein Trecker entgegen und der immer so, fahr. Und ich so, nein, es geht nicht. Ja. Das war, erinnere ich mich noch bis heute dran, das war nicht so cool. Muss ich ein bisschen Gas geben noch? Okay. Aber guck mal, jetzt hast du ja vor der Kurve das 50-Schild, siehst du das? Mhm. Kannst du jetzt Gas wegnehmen, ein bisschen anbremsen und ganz locker. Korrekt, Bremse los. Jetzt einfach Kupplung und dritte Gang, wieder nach oben, mehr nicht. Nur Kupplung drücken und nach oben. Gut, Kupplung lösen und locker in die Kurve. Gut, dann wieder Gas geben. Ja, läuft gut bei dir. So, wichtig, nicht auf die Autos gucken. Kannst du wieder ein bisschen anziehen. Und wenn du dich jetzt wohlfühlst, dann Kupplung drücken, Gas wegnehmen. Gas wegnehmen, ja. Alles gut. Kupplung drücken, Gas wegnehmen, ganz in Ruhe. Und dann locker nach unten, wieder vierte Gang. Kupplung los, kommen die zusammen und dann wieder Gas. Das ist immer wie so ein Pinguin. Man drückt immer so, die Füße wechseln sich immer so ab. Musst du dich drauf konzentrieren. Der hinter dir bleibt chillig, ne? Ja. Alles gut. Man fühlt sich nicht so wohl, wenn man so nicht in die Kurve gucken kann, ne? Aber das machst du gut. Dann nimmst du Gas ein bisschen zurück, guckst und wenn jetzt alles cool ist, kannst du wieder Gas geben. Aber scheinbar nicht, ist nur 50. Hm. Also wieder Kupplung drücken, Gas wegnehmen und wieder nach oben schalten. Wieder dritte Gang. Genau. Kupplung lösen, zipp, und wieder Gas. Genau. Und mir geht es jetzt erstmal darum, bei dieser Strecke hier, dass du dich daran gewöhnst, dritte Gang, vierte Gang, an diesen ganzen psychomotorischen Kram hier, weißt du, mit Lenken und Schalten und Füße und so. Bist du dann, also du merkst ja, du bist ja jetzt schon besser als am Anfang, da kriegst du dann irgendwann so ein richtig routiniertes Gefühl dafür. Dann einfach ganz drücken und zweite Gang. Nein, nicht mit dem dritten. Kupplung drücken. Go. Die Kupplung musst du. Ja. Ich helfe dir. Die ziehen alle zu krass durch, weißt du? So, wenn du jetzt guckst und kommt keiner, dann gehen wir rein. Genau. Wenn du kannst, ein bisschen Gas, aber nicht viel. Das reicht schon. Dass du jetzt noch blinken kannst in Ruhe. Genau. Checkst du das ab vom Gefühl her, versuch locker zu machen. Jetzt wieder ein bisschen Gas und Kupplung und zweite Gang. Ja, du musst immer erst Bock, ne? Direkt Kupplung durch und dritte Gang. Du musst immer schauen, dass du die Kupplung ganz durchdrückst. Wenn du das nicht machst, hast du vielleicht gerade gemerkt, du hast so ein bisschen Kupplung gedrückt und wolltest schon schalten, dann geht das nicht, weil die nicht ganz getrennt ist. Was denn? Stimmt. Genau. Hast du das schon mal gehört, wenn die so schalten und das macht so, ja. Das ist dann nicht ganz gedrückt, die Kupplung. Da waren die dann zu faul. Machst du dir immer das Getriebe kaputt. 1, 2, 3 Mal ist das nicht schlimm. Aber 200, 300 Mal, dann irgendwann musst du eine Werkstatt anrufen. Okay, 70 darfst du fahren. Kannst wieder ein bisschen mehr drücken. Und wenn du dann hörst, dass er wieder lauter wird, dann wieder Kupplung drücken, rollen lassen, ganz in Ruhe rollen lassen. Genau. Sehr gut.
Und jetzt kannst du rechter und linker Spiegel ganz kurz mal vergleichen. Dass du selber wieder siehst. Zu weit. Ja, so dass du selber ein Gefühl dafür bekommst. Und hinter dir ist alles cool, ne? So, dass wir am Anfang von dieser Fahrschulausbildung erstmal so ein bisschen um die Stadt drumherum fahren. Weil wenn wir jetzt schon Stadtverkehr machen würden, da kriegst du ja Paranoia. Das ist ja nur rechts vor links, Stoppschilder, abknickende Vorfahrt, das macht keinen Spaß. Erstmal fahren wir jetzt, so wie wir jetzt hier so außerhalb, dass du dich an das Auto gewöhnst, dass du dich an Kupplung, Bremse, Schalten, Kreisverkehr, zweite Gang, dritte Gang, vierte Gang und so weiter, dass du das dafür ein gutes Gefühl kriegst. Und je besser das Gefühl wird, je mehr gehen wir in die Stadt. Die schlechte Nachricht ist, also jetzt läuft das ja alles ganz gut hier, ne? Das wird allerdings jetzt wie bei, wo ich ein bisschen Gas geben noch. Hast du Candy Crush irgendwann mal früher gespielt? Kennst du das? Ja, das kenn ich. Das am Anfang ist das ganz witzig und nachher wird das immer schwerer. Da kommen irgendwelche Bonbons, die so, was soll der Scheiß, ne? Und so ist das hier auch. Am Anfang ist ganz einfach, da machst du so flip, 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 flip und dann denkst du, oh, läuft voll gut bei mir. Und später, wenn wir dann so Prüfungsvorbereitungen machen, wird dir das passieren, dass du selber denkst, boah, so schlecht bin ich noch nie gefahren. Stimmt aber gar nicht. Das Level ist so schwer. Das heißt also, jetzt am Anfang ist das noch cool, da macht das noch so Bock, weil es auch leicht ist, so Landstraßen und so, da gibt es wenig rechts vor links. Aber später wird das immer schwerer werden. Ja, also nur, dass du das schon mal weißt, nicht, dass du nachher denkst, boah, ich werde ja immer schlechter. Das stimmt gar nicht. Sondern wir passen das, was du kannst, dann dem Level an. Damit du natürlich auch so schnell wie möglich fertig bist. Auch an der guten Qualität der Straße hin. So, ein bisschen links bleiben. Ja, cool. Das fühlt sich schon eng an, ne? Ja. Und siehst du, gerade jetzt ist hier gar kein Platz mehr. Aber du musst halt straight bleiben, ne? Nimm Gas kurz weg, fühlt sich das ein bisschen besser an. Ja, schön da bleiben. Auch mehr Gas geben. Ist immer ein bisschen leichter, wenn du kurz Gas wegnimmst, wenn es eng wird. Also irgendwas passiert dann im Kopf, man hat dann so einen Schalter und dann kann man auf einmal ein bisschen leichter lenken. Mal gucken, wie schnell wir sind. Ja, ein bisschen bremsen. Genau. Ja. Ich noch ein bisschen mehr bremsen. Da musst du dann zum Beispiel in der Prüfung konsequent sein, das beobachtet der Prüfer. Wenn der sieht, okay, hier ist 50 und du kommst dann schon auf irgendwas, dann beobachtet der das und sagt so, Tyler. Und du musst dann alleine sagen, oh, du bremst wieder ein bisschen runter und dann sagst du, jetzt wieder Gas geben. Das ist irgendwie bescheuert, ne? Mal bremsen, Gas, bremsen, Gas, bremsen, Gas. Ein bisschen links bleiben. Konzentrieren, weil sobald du eine Sekunde rüber guckst, automatisch gehst du hier rüber. Hier kann ich dich das machen lassen, weil der Bordstein so eine Welle hat, weißt du? Mhm. Da ist das nicht so schlimm. Aber wenn du das da hinten im Gemüse machst, dann... Genau. Und ruhig wieder Gas geben. Ein bisschen links rüber. Genau. Versuch dich an der Linie zu halten. Für die Kurve nimm Gas kurz zurück, damit du so einfach so entlang der Linie da surfen kannst. Genau. Dann wieder Gas. Hinter dir alles cool? Ja. Nicht auf ihn gucken, hast du gemerkt? Der kommt um die Ecke, du siehst ihn sofort. Schnell sind.
Fahrradstraße folgen. Siehst du, wo die hingeht? Ja. Dann blink. Nach oben. Ja. Und jetzt Kupplung. Kupplung. Und zweiter Gang. Wieder wie beim Kreisverkehr. Immer so abbiegen wie beim Kreisverkehr. Kupplung ganz los. Und nichts mehr machen. Ohne Gas. Einfach hier reinrollen. So ist cool. Und wenn du jetzt sagst, ich habe alles im Griff, dann gibst du wieder Gas. Aber du musst immer erst alles kontrollieren für dich gut und dann drückst du drauf. Ja, ja, erst Gas geben. Also das ist schon alles fertig. Genau. Habe ich ein bisschen mehr Gas. Und dann Kupplung durch, Gas weg und dritte Gang. Ja, Kupplung los. Kupplung ganz weg auf den Fuß. Und jetzt wahrscheinlich eher ein bisschen an die Bremse gehen mit dem Gasfuß. Also mhm. Genau. Damit du die Kurven hier kontrollierst. Denk dran. So bleiben. Ja. Ein bisschen ruhig links rüber. Hat hier so Käse gebacken. Bisschen Gas noch. Kupplung durchdrücken. Okay. Und zweiter Gang. Und dann erstmal kein Gas mehr geben, sondern einfach nur so locker rollen, damit du hier in Ruhe gucken kannst. Ja, gucken, beobachten. Warte mal, ich heftig kurz. Guck mal, der Benz hier hat Vorfahrt. Aber weil sie mit dem Fahrrad also beknackt hier steht, ist das ein bisschen. Mal gucken. So. Bisschen Gas. Und läuft, oder? Ja. Gut, Ernährfallspedal. Da ist er. So, ruhig ein bisschen Gas und dann bleiben wir gleich da vorne auf der rechten Seite so stehen, wie wir gerade auch gestartet sind. Ruhig ein bisschen Gas, ne? Vorsicht nur wegen dem Benzin. Dann haben wir gleich so einen Rallye-Streifen. Ja. Bisschen wieder zurück. Kupplung ganz durchdrücken. So, jetzt hast du wieder getrennt und jetzt kannst du auch bremsen, jetzt kannst du auch stehen bleiben. Genau. Nicht loslassen, dann fährt er wieder los. Nee, die Kupplung lässt unten, ganz unten. Mhm. Jetzt nimmst du mal einen Gang raus, in die Mitte. Gut. Jetzt kannst du alle Füße loslassen, weil jetzt der Gang in die Mitte ist. Kann gar nichts mehr fahren. Und dann zieh die Handbremse an, einfach nach oben. Das mit diesem Kumpel, nee, den Hebel hier. Ach so. Andersrum? Gehört? Ja. Jetzt hast du auch da so eine rote Kontrolllampe, siehst du die? Ja. Das ist P. Jetzt ist Handbremse angezogen, jetzt kann nichts mehr passieren. Cool. Sauber. Überlebt. Wow. Ein bisschen Luft hier. Und wie war's? Ganz gut. Ganz gut. Ja. Ja, ja, hast du am Anfang gesagt, da hast du nicht gedacht, dass das so wird, ne? Nee. Ich finde auch, hast dich ganz gut geschlagen. Dafür, dass das erste Mal war und du nur eine Stunde auf dem Simulator gemacht hast, war das gut. So, die meisten haben damit. Die kann ich ausmachen. Die meisten haben da ein bisschen länger, schwerer mit zu knacken. Das mit dem Schalten hast du ja jetzt gemerkt. Ne? Du kannst dir das auch ruhig nochmal angucken. Also wenn du jetzt siehst, erste und zweite Gang, die waren auf deiner Seite. Ja. Drei und vier sind immer so, zack, zack, also locker in der Mitte. Ne? Wir werden das jetzt also von jetzt an so machen, dass wir, auch wenn wir die nächste Stunde machen, dass wir erstmal wieder raus aus der Stadt fahren, dass du dich daran gewöhnst, zweite Gang, dritte Gang, blinken und so weiter. Und dann bauen wir das Ganze immer weiter auf. Irgendwann kommt dann auch nochmal Innenspiegel, Außenspiegel, Schulterblick, Innenspiegel, Außenspiegel, Schulterblick dazu und rechts vor links und so weiter. Also du hast ja jetzt gemerkt, Parkplatz ist nicht so mein Ding. Ich finde das so langweilig, wenn ich mit dir die ganze Zeit am Parkplatz bin. So wie wir das jetzt gemacht haben, so machen wir halt immer weiter. Mhm. Ich sehe da auch nicht, dass du irgendwelche Schwächen hast beim Lenken. Viele haben am Anfang Probleme damit, das hier zu machen, so überzugreifen. Die machen dann so. Und dann dauert das eine Stunde, bis du in die Kurve gefahren bist oder so. Das hast du gar nicht. Worauf du beim nächsten Mal achten solltest, ist, dass du dir Zeit lässt beim Schalten. Das hast du ja gemerkt, dass du nicht so schnell machst. Weil wenn du schnell machst, zieht man immer am Lenkrad automatisch und will hier runterziehen. Das ist so eine unkontrollierte Bewegung. Wenn du dich aber darauf konzentrierst, hast du ja ein paar Mal gemacht, dann merkst du auch, dass das weg ist. Da musst du beim nächsten Mal darauf achten, dass du mit deinen Augen oben bleibst und dann, dass du dir 2-3 Sekunden Zeit nimmst beim Schalten. Das wird nachher immer schneller. Aber du musst dir das so vorstellen, das ist so aufgebaut, du musst erst krabbeln, dann kannst du stehen, dann kannst du gehen und dann kannst du rennen. Wenn du von vornherein versuchst zu rennen, klappt das vielleicht sogar auch, aber jedes Mal, wenn du stehen bleibst, kippst du rum. Deswegen bauen wir das halt so Step by Step auf. Am Anfang dauert das immer, so 2-3 Sekunden, sich darauf zu konzentrieren, wo war nochmal der Gang, da und dann schalten und dann, aber immer weiter rollen, nicht so machen, so und dann irgendwann, ach, da ist er, alles klar, und dann geht's ab.
Und das machst du dann 10 Mal, 20 Mal und irgendwann machst du so. Und irgendwann so, ja, ja, und dann Cola, Pommes. Okay, cool. Ja, dann würde ich sagen, Tyler, was ist hier Fehler beim Synchronisieren? Hab ich ja noch nie gehabt. Dann würde ich sagen, wir sehen uns Mittwoch. Diesen oder den nächsten? Ne, diesen. Ach so, okay. In zwei Tagen. Oh, macht er manchmal. Mach einfach hier, kannst du Startstopp wieder ausmachen. Ja, diesen Mittwoch, also in zwei Tagen. Ja? Ja. Cool. So, dann kommt jetzt gleich schon der nächste, da ist er. Ja. Ist er. Er hat die Kappe schon auf. Jetzt geht's raus. Achso, kann ich auch noch rausmachen. So, voilà, das war meine Fahrstunde mit Tyler. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, haut auf den Like-Button und abonnieren nicht vergessen. Ja. Und dann muss ich das Ding mal hier einklemmen. Und dann sehen wir uns auch schon in der nächsten Fahrstunde wieder. Ja, würde ich so sagen. Bis dahin, passt auf euch auf. Denkt dran, ich hab euch lieb. Tschüss.